Ein Anruf für Sie, Kommissarin. Ah, danke. Montalbano. Ich bitte um Verständnis und Verzeihung, Dottore. Aber gerade hat der Polizeichef angerufen. Er hat gefaucht wie ein Jaguar. Heilige Madonna hat er getobt. Wir standen die Härchen an den Armen zu Berge, Dottore. Stelle Nachforschungen zu all diesen Namen an und schau, was dabei rauskommt. Hören Sie, dieser Gefallen, um den ich Sie gebeten hatte. Ja, hat Fazio es Ihnen nicht gesagt? Nein. Wir haben beschlossen, Ihre Bitte zu erfüllen. Warum bist du hergekommen? Weil ich nicht müde war. Weil ich dich wiedersehen wollte. Kommissario, wenn ich mir das erlauben darf, ich glaube, dass er ein armer Kerl ist. Wer, Tavella? Ja. Naja, das ist der klassische Sündenbock. Ich weiß schon, aber wir können ihn schlecht freilassen. Pasquano und die Spurensicherung müssten jeden Moment hier sein. Bestellt auch den Hausmeister de Pereiras. Er soll sich den Toten mal ansehen. Wieso? Glauben Sie das? Weiß nicht, mir ist gerade die Idee gekommen, aber der Versuch kann ja nicht schaden. Prima. Aber wieso beschließt unser Täter, eines Tages von heute auf morgen in die Häuser seiner eigenen Freunde einzubrechen? Sieht nach Selbstmord aus. Er hat auch einen Abschiedsbrief hinterlassen. Ich büße für das, was ich getan habe. Und warum glauben Sie, dass die Bombe nicht für Sie bestimmt war? Na, weil ich doch hier überhaupt keine Feinde habe. Bitte sehr, Herr, kommen Sie rein. Guten Morgen. Was heißt, er hat sich aufhängen lassen? Also, meiner Meinung nach ist er von jemand mit bloßen Händen erwürgt worden. Das ist ja ein mieses Stück. Her mit dir. Wer hat die Leiche gefunden? Irgendein Mann aus der Wohnanlage.